Hallo und herzlich willkommen zur Digital Energy Conference 2020. Mein Name ist Ina Karabas, ich bin Leiterin Journalismus live beim Handelsblatt und freue mich sehr, Sie heute durch den Tag begleiten zu dürfen. Wir haben wahnsinnig viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Es geht unter anderem um Datenaustausch, um Datensicherheit, aber natürlich aber auch um Verteilnetze oder zum Beispiel aber auch um das ganze wichtige Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir starten, hätten wir vorab einige kurze Hinweise für Sie, denn natürlich bietet die digitale Welt viele Möglichkeiten, von denen wir uns freuen, wenn Sie die auch nutzen würden. Zum Beispiel haben wir später im Verlauf des Tages Meet the Speaker Sessions für Sie vorbereitet. Die werden dann jeweils im Chat angezeigt für Sie, dann können Sie sich dafür noch anmelden oder registrieren. Wir haben aber zum Beispiel auch wahnsinnig viele spannende Partnerstände, bei denen Sie mit unseren Partnern netzwerken können, die heute hier beim Bitkom dabei sind. Aber natürlich, und das ist mir besonders wichtig, wir haben natürlich auch eine Kommentarfunktion, beziehungsweise da können Sie Ihre Fragen stellen und Ihre Kommentare zu dem, was wir hier besprechen wollen, reinschreiben, denn wir wollen das gar nicht alleine machen, wir wollen das mit Ihnen gemeinsam machen. So, nun begrüße ich ganz herzlich Matthias Hartmann. Er ist Präsidiumsmitglied beim Bitkom und wird nun einen kurzen Einblick in die Themen des Tages geben. Herr Hartmann, the stage is yours. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatssekretär Feicht, herzlich willkommen zur dritten Digital Energy Conference. Mit mehr als 4.300 Anmeldungen dürfen wir Sie auch in diesem Jahr zu dem Treffen der Digitalbranche mit der Energiewirtschaft begrüßen. Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ein wichtiger Teil dieser Konferenz. Wir wollen nämlich auch im virtuellen Raum, wie in den Vorjahren, echte Interaktion und reges Networking ermöglichen. Nutzen Sie bitte deshalb die Möglichkeiten, sich einzubringen und virtuelle Treffen zu vereinbaren. Auf den Vorstellungsseiten unserer Konferenzpartner, im Chat der einzelnen Programmpunkte oder auch in den Meetups mit Experten und dem Vortrag. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei unseren Konferenzpartnern ganz, ganz herzlich bedanken. Arvato, Celonis, DQS, Fujitsu, IBM, NTT Global, PPC, CQNET, SII, SMA und Techem. Die Digitalisierung der Energiewende kommt jetzt an einen entscheidenden Punkt. Der Smart Meter Rollout hat Anfang 2020 begonnen. Die Rahmensetzung zur Integration erneuerbarer Energien kommt voran. Und gleichzeitig zeigt sich beim Ausbau privater Ladeinfrastruktur oder auch bei der Integration von PV-Anlagen nach dem Auslaufen der EEG-Förderung, wie wichtig ein kostengünstigerer, sicherer und unkomplizierter Datenaustausch für das Entstehen von Marktlösungen geworden ist. Die digitale Infrastruktur ist zwingende Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Warum? Nun, nachhaltige Energieträger wie zum Beispiel Sonne, aber auch Wind sind und werden das Rückgrat der künftigen Energieversorgung. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird die Energiewende umso kostengünstiger, je höher der Anteil der Stromnachfrage ist, der dem Angebot folgen kann. Und das ist eine völlige Umkehr der früheren Situation. Deshalb war es bislang auch völlig ausreichend, wenn im Verteilnetz der Ausgleich zwischen Einspeisung und Entnahme über die physikalischen Indikatoren gewährleistet wurde. Der private Verbrauch ließ sich sehr gut über Erfahrungswerte, nämlich über die Standardlastprofile, prognostizieren. Aber das funktioniert bei Prosumern, also vor allem den Betreibern der Solardachanlagen, die mit einem Speicher den Eigenverbrauch optimieren, so ja nicht mehr. Auch mit der zunehmenden Zahl von Elektroautos wird es einfach unabdingbar, dass der Netzbetreiber auch Informationen über den momentanen und den beabsichtigten Verbrauch erhält. Gleiches gilt natürlich auch bei der Einspeisung an einem konkreten Anschluss. Über den Daumen gepeilt können dreimal so viele private Ladestationen in ein bestehendes Verteilnetz integriert werden, wenn der Netzbetreiber den Ladevorgang steuern kann. Verstärkt wird der Handlungsdruck nun auch noch dadurch, dass die Sektorkopplung nun auch im Wärmebereich ankommt und vorankommt.
Und für die Effizienzsteigerung einer einfachen Heizungsanlage leistet auch heute die Digitalisierung schon gute Dienste. Ja, sie wird sogar unabdingbar, um im Bestand auch noch mit laufenden Anlagen deutliche Einsparungen zu erzielen. Daher müssen wir auch die Monitoringpflicht für Heizungsanlagen dringend auf die Agenda in Deutschland bekommen, so wie es ja schon von der EU gefordert wird. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Feicht, wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute diese Konferenz eröffnen und anschließend auch mit uns diskutieren werden. Die Energiepolitik hat sehr viele Handlungsfelder und Sie treiben diese sehr entscheidend mit voran. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Hartmann, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung und dafür, dass wir hier zu einem sehr wichtigen Thema sprechen können, nämlich die Frage Digitalisierung in der Energiewende. Sie haben Ihr Panel unter ein Motto gestellt, nämlich ist Digitalisierung und Energiewende zwei Seiten einer Medaille. Und ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ja, das ist so. Energiewende kann man ohne Digitalisierung sich gar nicht vorstellen. Wenn wir Energiewende gewissermaßen durchdenken, dann ist es klar, wir haben Millionen von Einspeisern, die fluktuierende Strommengen in das System einspeisen. Wir haben Sektorkopplung, die wir durchsetzen wollen. Wir haben Flexibilität der Nachfrage. Das alles hat mit Transaktionskosten zu tun und mit Effizienzfragen. Und dafür brauchen wir Technologien, die datenbasiert Entscheidungsgrundlagen liefern, auf der man datenbasierte Entscheidungen eben treffen kann, wie Schaltentscheidungen etc. pp. Und dafür brauchen wir Digitalisierungstechnologie. Was machen wir? Was macht das BMWI im Hinblick auf die Digitalisierung? Wir bewegen uns hier auf vier Ebenen, die aus unserer Sicht ineinandergreifen. Erstens, wir stellen eine technisch angemessene und sichere Kommunikationsinfrastruktur für den Datenaustausch in der Energiewirtschaft zur Verfügung. Zweitens, wir entwickeln rechtliche Rahmenbedingungen und Standards, Kommunikationsstandards für diese Aufgabe. Drittens, wir erproben neue Technologien und unterstützen den privaten Sektor bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und viertens, wir müssen uns, glaube ich, gemeinsam darum kümmern, dass die Digitalisierung auch energieeffizient ausgestaltet wird, weil zur Umsetzung der Energiewende gehört neben der Tatsache, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen, daneben, dass wir in Erneuerbare einsteigen, natürlich auch als wichtige Säule die Energieeffizienz. Ich will mal gerne durch diese drei Punkte oder vier Punkte durchgehen. Zunächst einmal zur Infrastruktur. Da haben wir in den letzten 24 Monaten, denke ich, große Fortschritte gemacht. Eine der wichtigsten Fragen ist ja, wie können die Daten übertragen werden? Und Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Bundesnetzagentur vergangene Woche entschieden hat, die 450 Megahertz Mobilfunkfrequenzen vorrangig für kritische Infrastrukturen der Energie- und Wasserwirtschaft bereitzustellen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Meilenstein, weil diese 450 Megahertz Frequenz in der Lage ist, sehr kostengünstig und sehr kosteneffizient diese Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen. Wir müssen ja ein System haben, in dem wir durch alle möglichen Gebäudestrukturen hindurchkommen, in Deutschland, in all die Heizungskeller, all das, was eben gemacht werden muss. Und gleichzeitig brauchen wir ja den Aufbau eines wirtschaftlichen, versorgungssicheren und schwarzfallfesten Netzes. Und das ist mit 450 Megahertz kurzfristig möglich. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung. Zusätzlich nimmt der Smart Meter Rollout zusätzlich Fahrt auf. Das BSI hat im Frühjahr diesen Jahres die Marktanalyse vorgelegt. Und inzwischen haben wir vier zertifizierte Gateway-Systeme. Ein Hersteller hat erfolgreich die Rezertifizierung seines Smart Meter Gateways durchgeführt und damit als erster Hersteller weitere Tarifanwendungsfälle implementiert. Zum Beispiel können jetzt Netzzustandsdaten und Einspeisewerte übermittelt werden. Also man sieht mit diesen beiden Elementen, Smart Meter, also Zertifizierung, Rezertifizierung von Smart Metern und mit 450 Megahertz kommen wir, was die Infrastrukturseite anbelangt, sehr gut voran. Aber jetzt geht es natürlich um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, wie machen wir, und das ist eine der Kernaufgaben, wie ich finde, wie machen wir Erzeugung und Verbrauch von dezentralen Anlagen sichtbar, wie wir sagen, also sichtbar und
steuerbar. Heute ist es ja immer noch so, dass große Teile unseres Netzes, auch gerade des Verteilnetzes, mehr oder weniger blind gefahren werden müssen. Und das kann man sich gar nicht leisten, wie ich finde, wenn man in eine immer mehr erneuerbare, dezentrale Welt hineinwächst. Natürlich hat es auch dann mit Zumutungen und mit Schwierigkeiten zu tun, wenn man diese Rahmenbedingungen definieren möchte. Wir haben aktuell eine solche Debatte im Rahmen der EEG-Novelle, in der man natürlich sagt, ist es zumutbar, dass auch Bestandsanlagen, kleine PV-Anlagen, dann sichtbar und steuerbar, zumindest sichtbar sein müssen. Ich finde aber schon, weil wir, wenn wir uns überlegen, das Netz und das Verteilnetz immer nach eventuellen Nassspitzen ausbauen müssten, dann wäre das sehr teuer. Auch wenn es kleine Einheiten sind, müssen sie letztlich und sollten sie letztlich in ein intelligentes Energiemanagementsystem eingebunden werden können. Denn wir haben ja parallel einer der wesentlichen Transformationsschritte in der Mobilität, nämlich mit dem Aufbau der Elektromobilität. Und die Idee ist natürlich, dass wir quasi im Gebäude ein intelligentes System haben, in der also praktisch Einspeise, Ausspeise, aber auch Speicher miteinander automatisiert harmonieren können und geschaltet werden können. Dafür brauchen wir Daten und das muss natürlich auch regulatorisch geregelt werden. Wir werden auch jetzt noch in dieser Legislaturperiode einen Rechtsetzungsvorschlag zum § 14a Energiewirtschaftsgesetz vorlegen, in der eine Spitzenglättung vorgesehen ist, damit wir auch ein effizientes Laden von Elektromobilen herstellen können. Unser Modell kann dabei als Grundlage für die Geschäftsmodelle von Stromlieferanten, Aggregatoren, Anlagenbauern und Automobilherstellern dienen. Schneller und effizienter Netzanschluss von Ladeinfrastruktur ist hier das entscheidende Stichwort. Wir werden sicherlich jetzt im parlamentarischen Raum nochmal über die Schwellen diskutieren im Hinblick auf die Smart-Meter-Pflichten, aber an einem möchte ich einfach nicht rütteln, nämlich dass wir ohne eine digitale Infrastruktur, die sicher ist, die also nicht nur Datenschutz, sondern auch Datensicherheit garantiert, werden wir nicht sinnvoll vorankommen. Jetzt hätten wir gewissermaßen gedanklich die Infrastruktur, sowohl was die Datenübertragung anbelangt, als auch was die Smart Meter Gateways anbelangt. Jetzt geht es natürlich um die Geschäftsmodelle, die auf dieser digitalen Infrastruktur stattfinden können. Das ist natürlich Aufgabe des privaten Sektors und es sollte Politik nicht entscheiden, was Geschäftsmodelle sind. Aber wir sehen uns schon in der Verpflichtung, hier auch für Rahmenbedingungen zu sorgen, beziehungsweise auch Impulse zu geben. Das heißt, die Erprobung digitaler Zukunftstechnologien, besonders mit dem besonders hohen strategischen Potenzial für Energiewende, soll unterstützt werden und hier sind Schwerpunktthemen KI und Blockchain. Wir haben deswegen das Future Energy Lab bei der DENA eingerichtet, in dem eine enge Einbindung von Marktpartnern, eine möglichst effiziente Vermittlung der Erkenntnisse in die Energiewirtschaft erfolgen soll. Wie ein Accelerator muss man sich das vorstellen, in dem gewissermaßen unter Moderation und Führung der DENA verschiedene Akteure aus dem privaten Sektor, aus der Energiewirtschaft zusammenkommen und Ideen entwickeln über digitale Modelle, Geschäftsmodelle, Produkte, Anwendungen, die auf das Ziel der Energiewende einzahlen, nämlich einen möglichst kostengünstigen, eine möglichst intelligente Integration der Erneuerbaren in das Gesamtsystem. Aus meiner Sicht besonders spannend ist ein Projekt zur Pilotierung einer Blockchain-basierten Energieanlagenanbindung an öffentliche Datenbanken. Dabei testen wir beispielsweise Blockchain- und Smart-Meter-Gateway-Technologie, wie sie zusammenwirken können, um Energieanlagen automatisiert zu authentifizieren. Wir wollen zeigen, dass so eine konsequente Integration von Millionen dieser Geräte und Anlagen als Marktakteure gelingen kann. Ab dem nächsten Jahr sind im Rahmen des Future Energy Labs auch verstärkt Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz geplant, weil auch das natürlich entscheidend ist, dass quasi diese Entscheidungen, die auch datenbasiert laufen sollen, dass die erst nicht nur automatisiert funktionieren, sondern dass auch ein Lerneffekt da ist, der gewissermaßen auch antizipiert und nachvollzieht, wie die Entwicklung geht. Und deswegen, glaube ich, ist KI da von herausragender Bedeutung.
Wir haben ja eine Reihe von Projekten ja gefördert, wie Syntec, das heißt diese Schaufensterprojekte, in denen wir zeigen, wie regionale Flexibilitäten vermarktet werden können. Und auch diese Elemente übertragen wir und werden eine Rolle spielen im Hinblick auf die Digitalisierungsinitiativen, die wir starten wollen. Ein entscheidender Punkt ist eben, dass wir auch zusätzliche und neue Akteure in den Markt bekommen, die Impulse setzen. Das heißt, neben den etablierten Unternehmen in der Energiewirtschaft, die ihrerseits ja sehr viel investieren im Hinblick auf Digitalisierung, geht es natürlich auch darum, dass wir Energie-Startups unterstützen, dass wir also auch neue Akteure unterstützen, die in dem komplexen regulatorischen Umfeld, das wir zugegebenermaßen haben, trotzdem aber reüssieren können. Dass wir also nicht nur ein Element haben, was ist gut für die Energiewende, sondern indem wir auch ein Element haben aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, wo können neue Akteure kommen, die auch ihrerseits Wertschöpfung generieren können. Ich komme zum letzten Punkt, nämlich Digitalisierung muss energieeffizient gemacht werden. Ich habe gesagt, insgesamt können wir unsere Klimaziele nur erreichen, wenn wir neben dem Ausstieg aus den Fossilen, neben dem Einstieg in die Erneuerbaren oder neue Technologien wie Wasserstoff auch energieeffizient wirtschaften. Ohne Energieeffizienz können wir unsere Ziele schwerlich nur erreichen. Und da gibt es Diskussionen natürlich darüber, über die Frage, welche zunehmenden Energieverbräuche auch die Digitalisierung generiert und was an zusätzlichen Energieverbräuchen quasi dadurch entsteht und ob damit gewissermaßen ein kontrafaktischer Zustand entsteht. Deswegen glaube ich, muss man sich mit dieser Frage besonders auseinandersetzen. Und wir haben als wichtige Maßnahme uns überlegt, einen Dialogprozess, Roadmap, Energieeffizienz 2050, die Energieverbräuche und die Energieeffizienz der Rechenzentren in Deutschland transparent zu machen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Etablierung eines Energieeffizienzlabels einen Wettbewerb auch unter den Rechenzentrumsbetreibern für eine schrittweise Energieeffizienzverbesserung auslösen könnte. Das ist also auch diese Frage, ein erfolgskritischer ist im Hinblick auf den Markterfolg. Wir wollen in enger Abstimmung mit der Branche ein freiwilliges Register für Rechenzentren aufbauen. Und dieses Register würde es dann erlauben, den Status quo der Energieverbräuche und der Effizienzleistung der digitalen Infrastruktur zu bestimmen und auch entsprechende Verbesserungsprozesse und Potenziale für die Branche aufzuzeigen. So ähnlich haben wir das in anderen Branchen auch gemacht, in der Industrie und anderswo, auch mit gutem Erfolg. Und Optionen zur Effizienzsteigerung von Rechenzentren gibt es durchaus. Obwohl ich jetzt kein technischer Experte bin, aber kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel der Umstieg auf Wasserkühlung eine Rolle spielen kann, verstärkte Abwärmenutzung, lastadaptive Rechenzentren und vieles mehr. Wir arbeiten hier auf nationaler Ebene, aber auch die EU-Kommission hat kürzlich das Ziel ausgegeben, dass Rechenzentren und Telekommunikationsnetze bis 2030 klimaneutral betrieben werden sollen. Also das ist auch ein Element, was Europa sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir sollten auf nationaler Ebene voranarbeiten und nicht erst warten, bis es gewissermaßen auf europäischer Ebene hier auch regulatorische Vorschriften gibt. Also insgesamt, wenn man das nochmal zusammenfasst, dann glaube ich, ist es richtig, was Sie gesagt haben. Die Digitalisierung und die Energiewende sind zwei Seiten derselben Medaille. Ohne Digitalisierung wird es schwierig, wird es teuer. Sie hat große Potenziale im Hinblick auf das, was uns wichtig ist, aber auch große Potenziale im Hinblick auf zusätzliche Wertschöpfung. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Herr Feich, ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Bevor wir in die Diskussion gehen, würde ich Ihnen gerne noch ein, zwei Fragen stellen, weil ich habe auch gesehen, Sie sind jetzt seit fast 2 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, sind Sie im Februar 2 Jahre dabei. Ganz kurze Frage zu Ihrer persönlichen Einschätzung. Wie weit sind wir in den 2 Jahren gekommen, so Sie es jetzt ja so nah begleitet haben? Also Sie haben es natürlich vorher auch schon begleitet, aber jetzt, wo Sie so ganz nah dran sind, wie weit sind wir gekommen auf einer Skala von 1 bis 10?
Na, ich glaube, wir sind auf der Skala von 1 bis 10, also wir sind so bei der 7, würde ich sagen. Okay. Also das ist nicht, wir sind nicht da, wo wir sein könnten und wo wir alle sein wollen, aber wir haben große Schritte gemacht, gerade bei der Infrastruktur. Aber eins ist klar, es könnte alles schneller gehen und ich glaube, wir alle wollen, dass es schneller geht. Dann lassen Sie uns doch noch mal gerade ganz kurz da einhaken. Warum eine 7, keine 8, keine 9, keine 10? Lassen Sie uns über die drei Schritte sprechen, die es zu 10 noch braucht. Na, das eine ist natürlich, weil es immer auch konkurrierende Interessen gibt. Zum Beispiel in der Frage, ist bei der 450 Megahertz beispielsweise, haben wir, glaube ich, einen sehr guten Erfolg. Aber natürlich gab es auch andere Interessenten, die auch den Zugriff haben wollten auf diese sehr attraktive Frequenz. Das muss man aushandeln. Ja. Ich meine, wir hier gewissermaßen im Raum, wo wir uns um Energiewirtschaft kümmern, sind der festen Überzeugung, dass es der Nabel der Welt ist. Aber es gibt andere, die gewissermaßen sich um andere Themen kümmern und die genau diese Einschätzung aus ihrer Sicht haben. Das muss halt ausgehandelt werden und hier gibt es nicht von oben top-down gewissermaßen die Entscheidung. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Also unser Konsensprinzip, was wir in Deutschland so gerne pflegen, hat am Ende viel Akzeptanz, dauert aber eben auch Zeit. Mhm. Und das Zweite ist, viele der Nutzungen, also ein großer Nutzen der Digitalisierung, gerade im Energiebereich, ist ein volkswirtschaftlicher Nutzen für die Allgemeinheit. Der betriebswirtschaftliche Nutzen, der individuelle Nutzen, der sich daraus ergibt, der braucht aber noch ein bisschen Zeit, bis er auch generiert wird. Was dazu führt, dass viele sagen, bei mir bitte kein Smart Meter. Ja, ich habe eine kleine PV-Anlage, ist mir zu teuer, will ich nicht, ist zu anstrengend. Aber nur mit dieser Infrastruktur werden wir all die anderen Ziele erreichen. Und diese Balance zwischen dem volkswirtschaftlichen Nutzen und dem betriebswirtschaftlichen Interesse, auch das muss konsensual ausgehandelt werden. Und das ist auch eine der Prinzipien in Deutschland in unserer Politik. Auch das dauert Zeit. Mhm. An der Stelle, und dann werde ich jetzt gleich auch danach sofort in die Diskussion überleiten, möchte ich Sie noch mal ganz kurz fragen. Wir haben uns jetzt über Zeit unterhalten. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Weil es gibt ja, sagen wir mal, durchaus den Druck aus der Öffentlichkeit und natürlich auch zunehmend aus der Politik, nicht zuletzt von der EU-Kommission, dass wir sagen, wir müssen, sagen wir mal, ein bisschen Fahrt aufnehmen bei dieser ganzen Debatte. Naja, das hängt alles mit allem zusammen. Also der zusätzliche Ausbau der Erneuerbaren ist wichtig, um die Klimaziele zu erreichen für 2030 und darüber hinaus. Dieser Zeitdruck wird verschärft dadurch, dass wir aus Fossilen aussteigen. Also Zeit haben wir nicht viel. Ja, wir müssen Gas geben. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir gut vorankommen, aber wir dürfen nicht nachlassen. Und die schöne Diskussion ist um die EEG-Novelle, zeigt aber, dass das zwar vom Prinzip her alle teilen, aber ob alle auch bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, das wird sich halt immer im Einzelfall beweisen. Und da ist manchmal Zweifel angebracht. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Feucht, an der Stelle.